Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video bekommt ihr einen kleinen Einblick. Einen Tag vegane Ernährung mit meinen Jungs und ihrer omnivoren Oma, meiner Mama. Ich ernähre mich ja schon seit vielen Jahren rein pflanzlich und die Rohkosternährung hat bei mir auch einen hohen Stellenwert. Meine Jungs haben, als sie noch kleiner waren, die sind jetzt 15 und 11, auch viel vegane Kost mitgegessen. Das machen sie jetzt immer noch, aber mit 15 und 11 bilden sich langsam so die eigenen Vorlieben aus. Also meine Jungs sind weder Rohköstler, noch Veganer, noch Vegetarier, aber essen, ich würde mal sagen, so zu 90% rein pflanzlich, entweder frisch gekocht oder eben auch Rohkost. Los geht's mit dem Tag veganer Ernährung. Es ist 10.16 Uhr, meine Jungs beginnen den Tag grün. Als erstes gibt es für jeden 6 Spirulina-Presslinge und danach eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Und beides beziehe ich von Lebenskraft pur. Ihr findet die Links zu Spirulina und grüner Saftkomplex unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Gegen 10.30 Uhr geht es weiter bzw. gibt es die erste feste Mahlzeit für meinen Jüngsten. Ein paar rote Johannisbeeren. Für meinen Ältesten Pfirsichstücke, Aprikosenstücke, Bananenstücke und etwas Mangostan. Und für die Oma auch Pfirsichstücke, Aprikosenstücke, Mangostan und rote Stachelbeeren. Es ist kurz nach 12 Uhr. Für meine Jungs und die Oma gibt es die nächste Mahlzeit. Chia-Milchreis mit Himbeersoße. Für meinen Jüngsten gibt es nur Chia-Milchreis. Die Mandelmilch dafür habe ich selber hergestellt aus Wasser, weißem Mandelmus, Vanillepulver und Medjool-Datteln. Und dazu eben noch die Chiasamen. Und für die Oma und meinen Ältesten gibt es dazu noch eine Himbeersoße. Dafür habe ich einfach Himbeeren mit Medjool-Datteln und etwas Wasser gemixt und dann noch dekoriert mit einem Pfefferminzblatt. Übrigens gibt es zu diesem Chia-Milchreis mit Himbeersoße auch ein Rezept. Nicht hier auf YouTube, aber auf meinem Blog. Ihr findet das Rezept unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wir machen gerade einen kleinen Ausflug in den Park, in den Wald. Und für Silas habe ich einen kleinen Snack dabei. Silas, was isst du gerade? Dinkelcracker. Dinkelcracker mit Sesam. Sind lecker. Kurz vor 15 Uhr gibt es für meinen Ältesten selbstgebackenes glutenfreies Brot. Das habe ich ein bisschen angeröstet. Und als Belag gibt es Erdnussmus Crunchy, also so ein bisschen Crunchy Erdnussmus, was leicht gesalzen ist. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt eine Schale Erdbeeren. Darüber habe ich etwas Yakon-Sirup gegeben, den mag mein Jüngster sehr gern. Und der Yakon-Sirup zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er einen niedrigen glykämischen Index hat. Für die Oma gibt es auch eine Schale Erdbeeren und sie wird diese Erdbeeren mit Soja-Vanillemilch genießen. Mein Ältester geht gleich zu seinem Kunstkurs und da gebe ich ihm seine Lieblingsschokolade mit Nukao. Weiße Schokolade, einmal mit Himbeer und einmal mit Nougat. Für mich gibt es jetzt meine erste flüssige Mahlzeit. Links seht ihr einen Gurkenmonosaft, in der Mitte Gurke mit Brennnessel und rechts Gurke, etwas Karotte und Rotbete. Gegen 17 Uhr isst mein Jüngster ein Schälchen frische Himbeeren. Es ist kurz nach 18.30 Uhr, Zeit für die Abendmahlzeit. Für meinen Ältesten gibt es eine große Portion Salat. Dieser Salat besteht aus Eisbergsalat, normalem Kopfsalat, Linsensprossen, Rettichgrünkraut, selbst gezogen die Sprossen und das Grünkraut, Gurke, Tomate. Dann sind noch gefrorene 8 Kräuter dabei. Und dazu gibt es eine selbstgemachte Mandelknoblauchsoße. Genau, das ist jetzt hier die Portion. Und dazu bekommt Simon einen veganen Happy Cheese, und zwar ist das die Sorte Rauchpaprika. Mein Jüngster bekommt Kartoffeln mit ganz, ganz, ganz viel brauner Soße, hat er sich extra gewünscht. Das gab es schon gestern. Und die braune Soße bereite ich aus Kokosöl zu, Dinkelmehl, Sojasauce, Wasser und etwas Salz. Und manchmal auch glutenfrei, dann verwende ich einfach Buchweizenmehl.
Für die Oma gibt es auch eine Portion Salat und die Oma isst noch die Reste von gestern. Die Jungs und die Oma hatten gestern Kartoffeln und grüne Bohnen und zu den grünen Bohnen gab es noch gebratene Zwiebel, gebratenen Knoblauch und gebratenen Räuchertofu. Das ist meine Mahlzeit für heute. Mein Ältester hat mir noch etwas Salat übrig gelassen, es war zu viel, er hat nicht mehr alles geschafft. Ich starte mit regionalen Früchten, Himbeeren und schwarzen und roten Johannisbeeren. Also mit dieser Mahlzeit starte ich zuerst, dann lasse ich eine kleine Verdauungspause und dann mache ich mich hier an diesen Teller. Das sind Gemüsefrüchte, also Gurke und Ochsenherztomaten, die kommen auch aus der Region. Und dazu gibt es Kapuzinerkresse, die Blätter und Blüten und dann noch eine kleine Mini-Hass-Avocado, die ich schon in kleine Stücke geschnitten habe. Kleine Mini-Avocados der Sorte Hass beziehe ich über Jurassic Fruit. Wer sich für die Angebote von Jurassic Fruit interessiert, ich setze euch den Link unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Alle Erstbesteller bekommen 10% Rabatt auf ihren Warenkorb. Den Gutscheincode dafür findet ihr auch unter diesem Video. Ihr habt ja jetzt den veganen Tag mit der omnivoren Oma meiner Jungs, also meiner Mama, gesehen. Und die sitzt jetzt gerade neben mir und die hat ja in den letzten Jahren, also in den letzten, weiß ich, seit 92, meine ganze Ernährungsumstellung mitgemacht. Erst vegetarisch ein paar Jahre, dann vegan ein paar Jahre und dann Rohkost. Das wurde immer extremer, immer einfaches Essen, immer weniger Essen und Fasten. Ist ja für dich doch ein bisschen eine fremde Welt, aber du warst auch immer meine beste Kritikerin. Ich habe immer ganz viel gekocht und dann später rohkostig zubereitet. Du hast immer alles probiert und ja, wie ist das für dich? Du bist ja trotzdem bei deiner normalen Ernährung geblieben. Und wie ist das für dich jetzt hier mal, wenn du bei uns bist, ein paar Tage vegan zu essen oder wenn ich zu euch komme und vegan koche oder irgendwie Rohkost zubereite? Wie ist das für dich? Schmeckt dir das? Ja, mir schmeckt das gut. Ich freue mich auch immer drauf, was Neues zu probieren. Und das machst du ja wirklich viel. Und ja, mir schmeckt es eigentlich immer ganz gut. Könntest du dir vorstellen, jetzt immer nur Rohkost zu essen oder nur vegan? Nein, könnte ich mir nicht. Das könnte ich mir nicht, so bin ich nicht. Aber ich habe mir schon viel abgeguckt. Zum Beispiel, ich mache immer Smoothies. Ich esse grüne Smoothies, ne? Mit immer schön grüne Smoothies. Und ich esse auch viel Obst und Gemüse, wie es eigentlich auch jeder, essen sollte eigentlich. Ne? Mhm. Aber so richtig so, ich ärgere mich da manchmal ein bisschen drüber, dass ich das nicht so kann, weil ich dich da bisher bewundere, dass du so eisern bist in der Disziplin. Also wirklich, und du lebst es ja auch. Obwohl es für mich ja gar nicht so eine Disziplin ist, weil ich das ja aus freien Stücken und das ja auch so, weil das aus mir, aus meinem Innersten herauskommt, dazu brauchst du keine Disziplin. Ne? Wenn es die eigene innere Überzeugung ist und man sich damit wohlfühlt, das ist dann normal. Das ist gar keine Disziplin mehr. Genau, aber für mich ist es eine sehr große Überwindung, so, also für immer zu essen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich hierher komme oder du fährst oder du kommst zu uns und kochst für uns und das genieße ich dann immer ganz. Einiges hast du ja auch übernommen, grüne Smoothies oder das Salat mit Möhre und Avocado zum Beispiel so. Oder wenn oder manchmal kommst du her und sagst, oh, kannst du das mal machen und das mal machen. Da hast du schon immer ein paar Wünsche, die hast du noch von irgendeinem anderen Besuch im Kopf, die ich dann, was ich gerne mal zubereiten soll, irgendwelche Bällchen oder irgendeinen Shake oder ja, es ist immer irgendwas Neues dabei, was dir schmeckt. Und ja, da gibt es schon Besonderheiten. Und du warst ja auch schon bei einigen Potlucks, Rohkost-Potlucks mit dabei. Ja. Also du hast ja wirklich schon viel in deinem Leben probiert. Ich glaube, mehr als der Otto-Normal-Bürger, sage ich mal so, der von vegan und Rohkost nicht so viel Ahnung hat, hast du, auch wenn du jetzt auch noch normal, relativ normal isst, hast du ja schon sehr, sehr viel ausprobiert in den letzten 25 Jahren, kann man schon mal sagen. Genau, würde ich auch sagen. Und würdest du sagen, die vegane Ernährung ist vielfältig oder ist die zu extrem, zu einseitig? Nein, ist auf alle Fälle nicht einseitig. Das ist eine unglaubliche bunte Vielfalt. Auf alle Fälle. Nicht nur die vegane Kochkost, sondern eben auch die Rohkost. Du kennst ja beides, ne? Du kennst ja auch die veganen Potlucks oder wo es eben auch Brot und Kuchen gibt. Also die vegane Ernährung ist so unglaublich vielfältig, aber auch die Rohkosternährung, wo man nicht kocht. Man nutzt ja die ganze Bandbreite an pflanzlichen Lebensmitteln. Ihr habt gesehen, meine Jungs starten in den Tag mit grünen Presslingen. Diese Presslinge sind Spirulina-Presslinge, also das ist eine Mikroalge. Das habe ich auch schon in vielen Food Diaries gesehen und ab und zu kommt dann immer so ein Kommentar, ja, wenn die vegane Ernährung so gesund wäre, bräuchte man doch keine Tabletten zu nehmen. Dem möchte ich hier nochmal entgegenwirken und sagen, das ist ein Lebensmittel in Form eines Presslings. Also das ist kein Nahrungsergänzungsmittel im herkömmlichen Sinne. Meistens bekommen meine Jungs am Morgen Spirulina und am Abend die Chlorella-Presslinge. Die haben wir aber an diesem Tag ausgelassen.
Wir beziehen die Mikroalgen von Lebenskraft pur. Die Chlorella-Presslinge kommen aus oder von der Algenfarm Entklötze, sind also fast regional. Und die Spirulina-Presslinge kommen aus Griechenland. Ein besonderes Projekt, also kleine Bauern werden damit unterstützt. Wenn ihr euch für diese Mikroalgen, Spirulina und Chlorella interessiert, findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Meine Jungs haben ja auch so einen kleinen Grasshot getrunken. Das ist der grüne Saftkomplex. Der besteht aus Grassaft von verschiedenen Gräsern. Da ist Weizen dabei, Hafer, Gerste, Kamut und auch noch ein Sprossensaft, Alfalfa. Das bekommen meine Jungs nicht jeden Morgen ab und zu oder dann auch mal ein, zwei Wochen lang. Und dann gibt es wieder mal eine Pause. Den grünen Saftkomplex verlinke ich euch auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video, diese kleinen Inspirationen der veganen Ernährung gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Gehabt euch wohl, ihr Lieben. Bis ganz bald.